So, willkommen bei Part 2. Wir waren hier noch dabei. Unser Strandhaus, ja. Ich mache einen auf Gronkh. Ich meine, wir waren dabei, unsere Hütte fertig zu bauen. Das haben wir auch fast. Wir müssen nur noch dieses Dächchen machen. Und dann müssen wir die Erde noch durch Holz ersetzen. Dann passt es einigermaßen. Und später können wir es noch ein bisschen detaillierter machen. Ups, warum baue ich mit einem Schwert ab? Und ja, als nächstes brauchen wir Cobblestones, also Pflastersteine, habe ich euch ja im letzten Part schon erzählt, was das sind. Das sind solche, oh, wir haben keine Axt mehr, ich glaube, ich mache mir mal schnell eine. Verdammt, der Crafting Table ist auf dem Dach. Das habe ich mir, es wird schon wieder Nacht. Verdammt, was mache ich jetzt? Egal, dann mache ich es eben so. Ich mach mir einfach jetzt einfach einen zweiten, was soll's. Okay, und jetzt brauchen wir eine Axt. Ne, eine Spitzhacke brauchen wir jetzt. Zack, zack, zack. Denn jetzt müssen wir Cobblestones sammeln. Und ich glaube, ich mache mir noch gleich eine neue Axt, wenn wir schon dabei sind. Okay. Oh, es ist stockdunkel. Ja, ich spawn hier Monster. Ich muss bloß darauf achten, dass hier keine Monster spawnen. Also solange man nah genug dran ist, dann spawnen keine Monster. Die spawnen nur aus einer größeren Entfernung. So, ich versuche jetzt mal hier Cobblestones mitzunehmen. Wir brauchen 8 Stück für einen Ofen. Habe ich eine Schaufel dabei? Moment. Ja, ist zwar schon halb kaputt. Ich glaube, ich mache mir noch gleich eine neue. Dann werden wir auch die Stickies gleich los. Ups, so genau. Und warum crafte ich mir eigentlich kein Bett? Also gut, dann mache ich mir einfach mal ein Bett. Aber ich glaube, dann spawnen wieder Monster, wenn ich das platziere. Naja, wir können es ja mal probieren. Also, warte, es muss ja erhellt sein, damit keine Monster spawnen. Ich hole mir zuerst ein bisschen Cobblestones und dann können wir pennen. Zack. So, irgendwann müssen wir hier auf die Cobblestone-Ebene kommen. Und da ist sie schon. Ist ja ganz toll. So, dann fangen wir mal an, die zu farmen. 1, 2. 2 haben wir. 3, 4, 5, 6. Oh, eine Höhle. Hab ich mir jetzt verjagt? Wo kommt denn der? Ich drehe mich um und dann steht da ein Creeper. Alter, wie lol. Ist mir noch nie passiert, okay. Also hier ist eine Höhle. So, und wir haben jetzt auch die 8 Cobblestones. Gehen wir wieder nach oben. Das war ja echt lustig. Ich drehe mich um. Creeper und Skelett. Ist mir echt noch nie passiert. Da unten liegt zwar Eisen. Das können wir später noch mitnehmen. Als erstes will ich hier das noch versiegeln. Können wir ja später wieder abbauen, wenn wir scharf drauf sind. Zuerst alles wieder zumachen. Ja gut, das Holz, das kann man noch verbraten, aber zuerst alles verdichten. So. Bam, bam, frisst das, die Creeper. Gut, jetzt craften wir uns einen Ofen, in dem, da müssen wir einfach Cobblestones so aneinander legen. Heiße Angelegenheiten. Platzieren wir den direkt hier. Und jetzt können wir daraus Holzkohle craften, also braten. Es wird auch ein bisschen heller. Und dabei kann ich ja auch diese Erde da wegmachen. So, Holzkohle hätten wir. Vielleicht haben wir noch eins. Na komm schon. Ich warte so ungern. Okay. Und da, der ist noch heiß, der Ofen, da tun wir noch gleich rohes Fleisch rein. Und hier ist noch Schweinefleisch, das können wir noch später reintun, Lehm können wir noch reintun und so. Aber machen wir zuerst Fackeln, das ist ganz leicht. Erstmal brauchen wir Stickies. Und dann einfach die Holzkohle auf den Stick und schon haben wir ein paar Fackeln, die können wir hier platzieren und schon ist es dauerhaft hell. So, und jetzt fange ich an, das langsam zu ersetzen.
durch das Holz zu ersetzen. Ich baue dann später noch ein paar Fenster rein. Und die Axt, die Schaufel ist verbraucht. Verdammt! Okay, mache ich mir eine neue. Wir haben ja genug Holz dabei. So. Na, ich glaube, ich mache es mal so. Sonst besteht die Gefahr, dass vielleicht eine Spinne reinkommen könnte. So. Wir können ja noch ein paar Lücken machen, um zu schauen, ob da was ist. Oh, ein Enderman habe ich gerade gehört. Der ist hier ganz in der Nähe irgendwo. Da können wir später nach dem suchen. Wir dürfen ihn allerdings nicht anschauen, sonst portet er sich in unser Haus hinein und das ist nicht so gerade das günstige und dann kann er uns sogar töten und das wäre auch nicht so das Beste. Ach ja, wir haben ja noch ein Bett, das können wir auch noch dann verwenden. So, aber zuerst will ich hier die Wand haben und das Dach. Oh, haben wir noch Holz? Was? Wir haben kein Holz mehr? Habe ich jetzt alles verbraten? Achso, alles ist hier drin, okay. Ich denke mir gerade, wo ist das ganze Holz hin? Zack. 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 So, das kann jetzt ein wenig dauern, aber dann haben wir unser Haus schon fast... ja, dann haben wir den schwächsten Teil schon erledigt von unserem Haus, nämlich das Bauen. Während die Monster überall sind. So. Feinheiten kommen dann nächsten Morgen, also wenn wieder Tag ist. Ihr seht, es ist jetzt gerade anfangs der Nacht, weil der Montag gerade noch gescheint hat. So, jetzt mache ich mir mal ein paar Schaulücken. Haben wir die Axt dabei? Ja, gut. Jetzt mache ich mir mal ein Schauloch. Hier ist eine Spinne. Habt ihr das gehört? Irgendwo ist eine Spinne. Ich hab's genau gehört. Ich möchte mir so gerne Sand mitnehmen. Soll ich mir das riskieren? Ja, ich mach mal noch mit zu und dann gehe ich mal pennen. Ich wette, es taucht ein Monster auf. Das passiert mir, ist mir bis jetzt immer passiert, dass da ein Monster auftaucht, wenn ich penne, obwohl ich es richtig immer platziere. So. Jetzt ist sicherheitshalber noch hier ein paar Fackeln. Das hat ein paar Auswirkungen auf die... auf das Risiko, dass er was spawnt. So, jetzt Schwert zucken und... Was? Du kannst jetzt nicht schlafen. Ist ein Monster in der Nähe? What the? Das hatte ich ja noch nie. Wie jetzt? You can only sleep at night gibt's höchstens, aber sowas ist mir noch nie passiert. Okay. Das ist mir neu. Das ist mir echt noch nie passiert. Hm, sollen wir ein paar Monster hunten gehen? Hinten schwimmt doch etwas, oder? Ist das ein Creeper? Ihr seht es. Creeper. Ach, da ist eine ganze Meute da vorne. Wow, ein Skelett. Hallöchen, Mr. Skelett. Was wollen Sie denn hier? Ich habe nichts zu verscherben, tut mir leid. Herr Skelett. Was wollen Sie hier? Hehehe. Ich glaube, davon mache ich mal sicherheitshalber weg. Falls ich die Tür von... Okay. Hallöchen. Sollen wir es riskieren? Komm her. Kommst du nicht rein? Wow, ja, vielleicht doch. So, danke für die... Und da kommt schon der Creeper her. Was wollen Sie? Ich will nichts von Ihnen. Verlassen Sie mein Grundstück. Was schauen Sie mich so an? Es ist nur mal eine ganz normale Hütte. Ich habe nichts für Sie, tut mir leid. Wenn ich die Tür jetzt öffne, dann macht es zisch und bumm und das war's. Dann müssen wir alles wieder neu bauen. Geh weg. Ich meine es ernst. Geh weg. Schau mich nicht so an, mit deinen schwarzen Augen und deinem schwarzen Mund. Wann wird's Tag? Ich drehe noch durch. Hilfe. Ach gut, es wird Tag. Jetzt geh aber weg. Komm schon. Gesell dich zu deinen Freunden da hinten. Die schwimmen, die machen eine Strandparty da hinten. Siehst du? Ich habe nichts. Ich bin nur ein armer Bauer. Siehst du mein Haus? Nichts. Leer. Boah, ist weg. Ich will jetzt aber immer noch nicht raus, der kann immer noch irgendwo rumlauern. Ich schau mal nach, wo er ist. Hier vielleicht? Creeper! Hallöchen! Hallo? Creeper? Yo, Creeper! Ah, der steht da immer noch.
Ich will echt, ich habe echt nichts für Sie, Mister. Was wollen Sie denn? Lass mich raus! Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich komme nicht raus. Der Creeper lauert hier Wache. Lass mich sauer, lass mich raus, ich mein's ernst. Ich nehme einfach den Hintereingang, ich mach mir jetzt einfach ein. Dann ist hier auch ein Creeper. Hä? Hallo? Da war doch was Grünes. Und jetzt leckt's bei mir. Okay, hat sich wieder gefangen. Das war wohl die Framerate. Das ist doch bestimmt ein Creeper irgendwo. Naja, hier rumzusitzen und nichts zu tun ist auch nichts. Ich renne jetzt einfach raus. Da, 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 da. Hallöchen! Na! Stalker! Hey, Spinne, es ist Tag, du hast keinen Grund mehr aggressiv zu sein. Oh nein, Schwert ist verbraucht. Creeper, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mit dir spielen. Spiel mit einem anderen. Ich will dieses Explosionsspielchen spielen. Geh weg! Geh weg! Komm, schwimm ein bisschen. Geh ein bisschen schwimmen. Schwimm ein bisschen, genau, so. Huh! Und jetzt schnell wieder rein. Schnell ein Schwert craften. Bevor der Creeper wieder herkommt. Schnell, 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 schnell. Jetzt kommt er wahrscheinlich direkt auf uns zu. So. Und. Hopp. Wo ist denn der jetzt? Creeper. Ah ja, dem gefällt es hier zu schwimmen, aber ich erleg den jetzt. So, komm her. Na komm schon. Creeper. Yo, Creeper! Mein creepiger Freund! Und tschüss! Er mit den Erfahrungspunkten. Die brauchen wir. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Holz wieder. Und hier liegt ein Fleisch von einem verbrannten Zombie. Okay, holen wir die Axt wieder raus und fangen wieder an, ein bisschen Holz zu fällen. Hier haben wir den Baum ja schon angefangen. Oder ne, das war bestimmt Enderman, der diesen Block platziert hat. Die Endermans nehmen nämlich ein paar Blöcke immer weg und platzieren sie irgendwo. Damit können sie auch immer die Monsterfallen zerstören. Seht euch das an! Unser Zuhause! Ist das nicht schön? Nein, natürlich nicht. Aber jetzt haben wir zum Glück ein Bett. Jetzt können wir uns immer, wenn Nacht wird, schnell pennen gehen und dann die Nacht überspringen, bevor die Monster anfangen zu spawnen. Und wir haben jetzt auch einen Spawnpunkt, weil wir jetzt in dem Bett gesessen waren oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, dass der Spawnpunkt jetzt gespeichert wurde. Und hier ist Bambus, das kann man farmen. Daraus kann man dann später Bücher craften und Bücherregale zur Dekoration können die dienen. Oder später, wenn wir Redstone haben, können wir auch damit eine Karte craften. So, platzieren wir es irgendwo an einem See, dann... Oder am Wasser muss man das immer platzieren, damit sich damit wächst. So, aber zuerst möchte ich dieses Haus fertig bauen. Erstmal die Erde hier weg. Die stört hier einfach nur. So, dann hier noch. Ah, Sand. Wir wollten ja noch Fenster bauen. Das ist jetzt auch wichtig. Bevor es wieder Nacht wird, sammle ich jetzt noch ein bisschen Sand ein. Das werden wir auch noch brauchen. Gut, dass es mir eingefallen ist. Können wir uns ein paar Fenster herholen. So. Okay, haben wir jetzt das Holz? 9 Holz, ja gut. Also ich baue meine Häuser immer so gerne, dass ich hier immer die normale Holzplanks als Stützbalken verwende, kann man sagen. Jetzt müssen wir da irgendwie hoch, damit ich hier oben den noch platzieren kann. Okay, hier oben ist nichts. Wer hätte ja sein können. Man weiß ja nie, was in Minecraft alles abgeht. Den nehme ich jetzt mit. So, Crafting Table. Warum habe ich dich überhaupt hier auf dem Dach platziert? Kann das jemand sagen? Okay, hier noch ein Holzplank platzieren. Dann hier noch. Damit es schön quadratisch aussieht und nicht so weiß, was ich was. So, das werden wir später ersetzen durch diese Holzplanks. Also diese Holzdinger da, die Holzstämme. So.
1, 2, 3, 4. Passt, genau. Aber wir brauchen noch mehr Holz. Hey, ein Apfel! Apfel sind sehr selten. Oder so selten eigentlich auch nicht. Aber man kann schon sagen, dass sie selten sind. Und auch im nächsten Part würde ich gerne in eine Höhle gehen. Also, was Sachen Höhlen angeht, bin ich da ein echtes Weichei. Weil ich davor immer Schiss habe. Das wird echt lustig im nächsten Part. Solltet ihr für euch vielleicht anschauen. Aber es hilft nichts. Wir müssen in eine Höhle, obwohl ich davor echt Angst habe. Weil ich mich da immer erschrecke vor den Monstern und Creepern, die da unten in der Dunkelheit lauern. Und es gibt auch solche speziellen Spawner, da spawnen immer Monster, daraus kann man eine Monsterfalle machen, falls wir eine entdecken sollten, was ich auch glaube, dass es in diesem Let's Play auch passieren wird, weil Spawner findet man fast in jeder Höhle, in jeder großen Höhle zumindest. Aua, Knochenbruch, ich sollte nicht so viel mich selbst verletzen, ich spiele ja immer auf Peaceful da. Ist es nicht mehr so schlimm, da regeneriert man immer von selber. Aber hier in Minecraft, da muss man immer volle Gesundheit haben. So, da muss man immer was essen auf Easy, damit die Gesundheit regeneriert. Früher war das so, dass man dass die Gesundheit so geblieben ist und dann musste man sich immer Nahrung immer Nahrung essen und dann hat es die Gesundheit sofort geheilt. Allerdings konnte man damals die Nahrung nicht stacken. So, jetzt sammle ich noch, ja, die Säpplinge, die kann ich ja noch pflanzen, wenn ich schon welche habe. Ja, dass sie da im Inventar verrotten. Zack, zack. So, schön im Abstand halten, damit sie auch wachsen können. Weil wenn man sie nebeneinander platziert, dann fällt es denen schwer zu wachsen. Und sie wachsen ineinander und das sieht auch nicht so besonders gut aus. Ist hier irgendein Viech? Nein. So, mir mitnehmen mit dem ganzen Holz, das ist wichtig. So, sieht doch gar nicht so schlecht aus bis jetzt, also im Vergleich zur vor 10 Minuten. Ist das schon eine Verbesserung. Ich glaube, jetzt wird es auch, na, es ist gerade mal Mittag, wir sind sehr flott, was das Bauen angeht. Das heißt, ich kann, glaube ich, mal hier, glaube ich, na, ich glaube, das Sand nehme ich noch mit. Warum sage ich immer, ich glaube, ich meine, wir sollen das mitnehmen. Denn Sand finden wir hier nicht allzu oft, außer in Wüsten. Da ist Sand wirklich kein seltener Rohstoff in Wüsten. Aber ich soll es mal mitnehmen. Wir haben ja bis jetzt noch keine Wüste entdeckt. Bis dahin ist das unsere Sandquelle. Okay, hier ist noch ein bisschen Sand zu mitnehmen. Gut, dann machen wir jetzt mal. Na, das nehme ich auch noch mit. Schaufel ist verbraucht, aber egal. So sehr lege ich jetzt auch keinen Wert mehr drauf. Und alles wieder zubauen aus Erde. Zack, zack, zack. So. Ich glaube, den nächsten Part erforschen wir die Höhle, die da unter unserem Haus ist. Ich bin schon ganz gespannt, was da unten alles ist. Kann auch sein, dass es nur eine Mini-Höhle ist. Hm, okay, wir haben keinen Dirt mehr. Ich glaube, wir sollten mal Cobblestones langsam farmen. Hey, wir haben Schwarzfeuer von dem Creeper bekommen. Pfeile haben wir auch bekommen. Knochen. Fäden haben wir. Das könnten wir uns in Angel craften. Ich glaube, das mache ich mal. Zack, zack, zack. Zack und zack. Angel. So, gehen wir ein bisschen fischen. Oh, es wird Nacht. Na, ein paar Fische will ich schon noch mitnehmen. Na, komm schon. Komm schon. Haha, einen Fisch haben wir geangelt. Okay, dann machen wir es einfach nochmal. Es war sehr langweilig, das Fischen, ich weiß, aber es bringt Nahrung ein. Und das ist es. Was wir brauchen. Komm schon. Ach, leck oder was? Na, jetzt. Da liegt er, da hinten. Da haben wir ganz schön weit weggeschleudert, den Fisch. So, da hinten ist das Schneebiom. Da hinten ist noch ein bisschen Bambus, sehe ich. Hier sind Pilze. Und da hinten ist das. Was ist denn da hinten? Ich höre einen Zombie. Wahrscheinlich ist es hier eine Höhle in der Nähe. Ich
Da hinten ist noch ein Schneebiom, oh Gott. Überall Schneebiome. Hier ist eins und da hinten ist noch eins. Hier am oberen rechten Bildschirmrand. Echt schlimm. Ja, wenn wir die noch mit, die geben Getreide, also Samen, die man pflanzen kann, daraus wächst dann Getreide. So, und jetzt glaube ich, ja soll ich, ja komm, ich platziere es auch schnell. Aber dafür brauchen wir eine Ho! Und eine Ho! Mit der Ho können wir uns verhauen, hahaha. Können wir jetzt schon pennen gehen? Du kannst nur nachts schlafen. Was für eine informative Information. Komm, wann ist endlich Nacht? Ich will pennen! Ich will pennen! Komm schon, ich will pennen! Komm schon! Wann ist denn jetzt endlich Nacht? Wahrscheinlich, wenn die Sonne das Meer hier erreicht. Jetzt ist aber Nacht. Immer noch nicht. Mein Körper, warum so zickig? Jetzt ist aber Nacht. Also geht doch. Okay. Hier bin ich wieder. Hallo Morgen. Was für eine kurze Nacht. Es sind gar keine Monster aufgetaucht. Ja, gut für uns. So, wo waren wir? Wir wollten eine Ho herholen. Also craften und damit Getreide uns holen. Ja, komm, benutzen wir jetzt einfach. Ja, wir haben hier noch Bretter. Bretter. Wie hört sich das in Deutsch an? Im Englischen heißt es Wooden Planks. Eine müsste reichen. So. Holz. Holzfeldhacke. Ja, das hört sich im Englischen viel besser, im Deutschen viel besser an, finde ich. Feldhacke. Und zwar müssen wir hiermit das Feld, den Boden bearbeiten, damit das so aussieht. Und dann, wo sind unsere Samen? Hier sind unsere Samen, die können wir dann hier drauf pflanzen. Und dann wächst daraus später Getreide. So, jetzt habe ich hier noch einen Sapling, den platziere ich einfach mal dort. Was soll's? Den Fisch, den können wir lagern. Zack. Oder den können wir gleich verbrennen. Tun wir einfach mal die Stickies rein. Mit Stickies kann man auch Sachen verbrennen. Mit Saplingen geht es auch. Mit Blätter weiß ich nicht, ob es geht. So, hier sind unsere ersten Fische. Gebratener Fisch. Köstlicher Fisch. Und hier ist der letzte. Okay. Und die Verbrennung ist auch vorbei. Sieht irgendwie aus wie Brot mit dem Texture Pack, muss ich sagen. So, zwei sind noch drin, die reichen für noch für ein Schweinefleisch. Und ja, gut, passt eigentlich. Dann gehe ich noch ein bisschen Holz hacken. Nein, ich gehe Holz hacken! Oder soll ich nach einer. Ja, ich suche mal nach einer Stelle, wo es. Wo man Cobblestones findet. Habe ich eine Spitzhacke? Ja, die ist hier, gut. So, erkunden wir mal ein bisschen die Landschaft. Aber erst mit dem Schwert ausgerüstet, so. Wir könnten nämlich hinter jeder Ecke einen Creeper lauern. Und das ist auch nicht so geil. Das nehme ich mit. Hier ist die Bambuspolizei. Wir nehmen ihr Bambus mit. Okay, im Sumpfbiom werden wir kaum was finden. Das heißt, wir müssen in einen neuen Biom hin. Hier ist ein Schwein. Töten! Eine Schweineherde. Hey Schwein, hey Schweine, ihr habt Kenny getötet, kommt her. Oh mein Gott, ich habe ein Schwein getötet. Was bin ich doch für ein Schwein? Die geben auch Experience, die Tiere. Alles, was man tötet, gibt Experience. Ah, hier ist eine Höhle. Komm schon, Schwein. So, wir können ja mal dahin schwimmen. Und es leckt wieder. Er hat sich wieder gefangen. Ich spiele ja gerade mit 25, 23 Frames pro Sekunde. So. Ist hier irgendwas da drin? Oh, sieht nach einer Klippe aus. Ah, das sieht aber ziemlich. Sieht gar nicht so dumm aus, also. Fürs Cobblestone Farmen ist diese Stelle perfekt. Die sollten wir uns merken. Ich glaube, Fackeln haben wir leider keine dabei, aber es macht nichts. Gut, dann nehmen wir ein paar Cobblestones mit. Die braucht man nämlich für bessere Werkzeuge. Dann müssen wir halt immer diese ganzen Holzwerkzeuge da herstellen, die gar nichts bringen. Die schon nach
ein paar Anwendungen schon verbraucht sind. Jetzt nehmen wir mal ein paar Cobblestones mit. Zack, zack. Batsch. 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 Ich nehme jetzt mal ein Stack mit. 13. Ich mach's mal so, dass man das sieht. Und hier haben wir 14, meine liebe Zuschauer. Jetzt haben wir 16, 17, oh mein Gott, 18 Cobblestones gefarmt. 19, es ist unglaublich, unglaublich. Kaufen Sie das hier und das hier zu einem mega günstigen Tarif von nur so und so viel Euro pro Minute. Jetzt bestellen bei XXXY. Über was soll ich denn jetzt quatschen? Also im Gronkh fallen in seinen Let's Plays natürlich viele ein, aber ich bin ja nicht so der Quatsch-Profi. Wir können mal über Biermarken reden. Welche Biermarke mögt ihr? Ihr könnt ja mal einen Kommentar schreiben. Ich mag Beck's sehr gerne. Ich bin jetzt so der besonders begeisterte Biertrinker. Ich trinke nur ganz wenig Bier, also das höchst alle einmal in der Woche vielleicht mal ein helles oder so. Oder ein Radler zwischendurch. Oder ein paar Beck's. Beck's sind übrigens sehr gut. Also Beck's Eis schmeckt natürlich geil, wenn man es im Kühlschrank tut, ne? Das schmeckt ja richtig gut. Und ich weiß nicht, es gibt auch so hochprozentigen Schnaps und so. Da bin ich nicht so der Fan davon, weil das ist mir ein bisschen zu stark. Moment, muss mal kurz schauen. Wird es schon wieder Nacht? Ich weiß nicht. Minecraft ist in Sachen. Okay, es ist Mittag, kann man sagen. Wir haben keine Spitzhacke mehr. Ich mache mir mal eine neue. Wir haben ja eine Wortspende dabei. So, hier ein paar Stickies. Wie der Gronkh auch schon so schön sagt. Ich sag einfach mal auch Stickies, was soll's. Also ich schaue Gronkhs Let's Play auch natürlich an, ne? Muss man ja machen, wenn man Let's Player ist. Gronkh ist da. Gronkh ist da eine absolute Elite für Let's Plays. So, und ihr seht, die Steinspitzhacke baut viel schneller ab als die normalen Holzspitzhacken. So, und diese Stelle sollten wir uns echt merken. Also, die super Cobblestones zu farmen. Habe ich das schon erwähnt? Zack, zack, zack. Immer her mit den Steinen. Hey, hast du mich jetzt erschrocken? Ich dachte schon, du wärst eine Kreatur des Bösen, so, so ein Adolf-Hitler-Viech oder so mit so einem Hitler-Schnurrbart. Hier ist noch ein bisschen Gravel, das kann man uns auch mitnehmen. Müssen wir noch die Holzschaufel ins Inventar legen. Wir müssen bloß immer auf die Nacht, aufpassen, dass es nicht Nacht wird, weil wir müssen noch rechtzeitig pennen gehen, bevor es Nacht wird, damit keine Monster spawnen. So, ein bisschen Kies mitnehmen. Ja, ja, da ist auch noch ein bisschen Flint, also Feuerstein auf Deutsch. Damit können wir uns, wenn wir es mit Eisen kombinieren, Feuerzeug craften und Feuer können wir damit machen. Brauchen wir allerdings jetzt noch nicht. Denn, vielleicht soll ich doch noch ein bisschen mehr Holz für eine Höhlenerkundung sammeln. Ich glaube, das mache ich jetzt noch schnell, also gehen wir mal zurück in unser bescheidenes Häuschen und dann sammle ich ein bisschen Holz ein für die Höhlenerkundung. Steine haben wir ja jetzt genug, damit können wir uns bessere Werkzeuge jetzt craften. Darunter auch eine bessere Axt. Und diese Dinge können wir noch mitnehmen, die Seerosen. Mal einfach mal mitnehmen, damit wir sie haben. Haben zwar keine Bedeutung, können wir höchstens verwenden, um da einen Wasserweg zu bauen. Ja, das wäre gar nicht so dumm. Hier so. Dann so, da müssen wir dauernd rüberschwimmen. Man kann auch ein Boot craften, aber das wäre für diese Distanz ein bisschen zu umständlich, würde ich sagen. So, wir haben schon Stufe 3, das ist nicht schlecht. Hier noch ein paar so Seerosenblätter. Und ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz mitnehmen. Holz. Zack. Zack. Mit dem Holz. Eine holzige Angelegenheit. Seerosenblätter. Hier ist die Seerosenblätter-Polizei. Wir verhaften sie jetzt. Wir nehmen sie jetzt mit. So. Hier ist da unten was? Ein Tintenfisch. Den können wir auch töten. Der gibt Tintensäcke. Oh, unsere Axt ist verbraucht. Naja, egal. Und damit können wir dann Wolle schwarz färben.
Und gleich wird's Nacht. Wir sollten wieder bereitstehen, um zu pennen. Und zuvor ein bisschen... Ein Fliegenpilz. Jetzt können wir uns eine Suppe craften. Juhu. Hier noch ein paar Samen mitnehmen, wenn es geht. Also es tauchen nicht immer Samen auf, wenn man diese Grashalme abbaut. Wie läuft es eigentlich mit unseren... Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt nehme ich mal... Ich kann hier die Plattform wieder platzieren. Haben wir nur, ja, nur mitgenommen, weil uns der Creeper da gestört hat. So, und dann nehmen wir mal diese Pilze hier mit. Wobei, wir haben ja Knochenmehl. Wir haben ja Knochenmehl, genau. Machen wir uns ein bisschen Knochenmehl. Und, ja, komm, das reicht noch. Dann tun wir uns ja ein bisschen farmen, und zwar... Machen wir uns jetzt einen Riesenpilz, den können wir jetzt abbauen. Und daraus kriegt man noch mehr Pilze. Und daraus kann man mehr Pilzsuppen craften. Und ja. Kann man auch ganz leicht abbauen. Zack, 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 zack. Hoffentlich schaffen wir es noch, bevor die Nacht anbricht. Ja, die Monster spawnen jetzt sofort. Die spawnen nur, wenn es dunkel ist. Also wenn die Sonne mehr als ein Dreiviertel abgedunkelt ist. So, jetzt haben wir jede Menge Pilze. Das können wir auch mit dem braunen Pilz noch machen, aber das mache ich jetzt noch nicht, erst wenn die Nacht jetzt heranbricht. So, Schwert ausgerüstet, man weiß ja nie, was kommt. Und dann beende ich den Part. Dann sehen wir uns morgen wieder mit einer Höhlenerkundung. Jetzt müssen wir nur noch pennen. Pennen! Komm schon, ihr hört wahrscheinlich meine Maus. Okay. Okay, dann bis zum nächsten Part, Leute. Servus.